Hallo! Selbstgespräch. Intensiv, Intensität. Heute Morgen fing's ja schon mal gut an. Im Tiefschlaf war keiner da. Und nichts, was den, der nicht da war, hätte stören können. Im darauffolgenden Schlaf, der schon wieder ein bisschen in den Raum und die Zeit hineinführte, schwebte ein Bewusstsein in sich selbst dahin, ohne sich kennen müssen zu wollen. Und plötzlich zuckte der Körper. Und aus dem Schlaf erwachte auf einmal etwas, was ich selbst zu wissen glaubte. Ein Ich-Geist, ein Gespenst meiner selbst, identifiziert mit einem persönlichen Standpunkt der Geschichte von mir, mit dem Herstellungsdatum und dem Verfallsdatum, das natürlich noch unbekannt ist. Und das zuckte hinein in den Körper, dieser Geist. Und das Leiden war auf einmal präsent. Die Erfahrung der Trennung zwischen mir und dem Bett, dem Raum und der ganzen Welt schien auf einmal präsent zu sein. Oh mein Gott! Mir wurde es gleich schlecht nach dem Aufwachen. Dann wollte ich sofort wieder einschlafen. Was auch gelang. Ich lenkte mich ab und schlummerte noch für eine Stunde. Doch danach wieder dasselbe Drama, das Gefühl der Trennung, in das Gefühl der Trennung aufzuwachen. Oh, das war nicht schön. Da ich heute in den blauen Tag, in den blaugrauen Tag hinein leben darf, konnte ich mich auch nicht gleich ablenken mit irgendeiner Beschäftigung, sondern beschäftigte mich noch mit dem Gefühl der Trennung. Was grausam war, ich wollte es gleich loswerden. Also suchte ich nach einem Anker und spürte in den Rücken hinein, der auf der Matratze lag, ob es da eine Verbindung gab oder ob die Trennung da nur erdacht war, um diese Funktion, den Zustand des Ichs, das durch Trennung lebt, aufrechterhalten zu können. Und siehe da, der Futon fühlte sich nicht als etwas Getrenntes von mir an. Ja, und dann ging's weiter. Ja, es ist schon krass hier. Da machst du nichts, glaubst an nichts und peng, schon denkst du, du machst was und denkst du, du glaubst an was.
Schön ist die Matrix da. Ah. Ah. Es fühlt sich so intensiv an. Naja, ist ja auch völlig irrelevant, was ich hier erzähle. Aber so, oh, oh ja, nein, ich kann mich selbst bemitleiden. Oh, 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 in dieser Selbstverwichtigung, wo ich mich so wichtig, ich bin doch so wichtig für mich, weil... Oh, 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 ich bin so wichtig für mich. Und dann, oh, 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 ich schau, was ich alles habe und was ich alles verlieren kann. Oh, es geht mir doch um mich, dass ich auch ein bisschen meine Ruhe und meinen Frieden habe. Und boah. Und dass das nicht zu verhindern ist. Ich konnte mich nicht abhalten davon, aufzuwachen. Ich konnte es nicht. Ich kann nur sehen, es gibt keinen Ausweg aus mir selbst. Oder ich sehe es nicht. Manchmal herrscht totale Verwirrung und das ist gut, weil in ihr ist keiner mehr, der verwirrt ist. Und wenn es einen Verwirrten gibt, der in die Klarheit will, oh, 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 oh. Das ist nicht schön. Da kann es dir schlecht werden. Und ich weise mich darauf hin. Dass es nicht so ist, wie ich denke. Und doch denke ich, dass es so ist, wie es ist, und dass es in den Gedanken zumindest so ist, wie ich denke. Und plötzlich schwenkt die Aufmerksamkeit aufs Gespür. Der Geist will durch das Wissen interpretieren, was da los ist. Es ist ein Fluch, wissen zu wollen müssen, wissen zu müssen und zu merken, das Wissen bringt mir absolut nichts. Was will ich denn gebracht haben? Den ewigen Schatz, den Reichtum meiner selbst, ewige Befriedigung, Frieden, der nicht gestört werden kann. Durch einen Flüchtling oder ein staatlich, nicht rechtliches, behördliches Amt, das gegen den kleinen Wicht Maßnahmen unternimmt, um an seinen Status zu kratzen. Die Freiheit von dem, der sich für einen Wichtigtuer hält, der an den Dingen und den Ideen festhält. Ich entgleite mir selbst. Und lass mich in das sinken, was mich trägt, was mich verschluckt. Was mich auswirft, was mich einsaugt, was mich bewegt, was mich durchdringt, was mich penetriert, um nicht zu sagen, was mich
zu haben. Ist das nicht schrecklich, sich in der Zeit gefangen zu fühlen? Ja, selber schuld. Warum glaubst du denn, dass du einen Körper hast? Sei doch das, was weder weiß, ob es der Körper ist oder nicht ist und niemals einen Körper hat. Sei das, was niemals einen Körper hat. Dann musst du auch nicht zu wissen, ob du der Körper bist oder nicht bist. Und der Körper selbst hat kein Problem mit sich selbst, denn er hat sich nicht. Er ist sich selbst und kümmert sich nicht um die Idee von dem, der drunter leidet, ob er nun einen Körper hat und sich dadurch identifiziert und Angst hat, wenn der Körper nicht mehr da ist, dass er dann auch nicht mehr wäre oder dass er dann vielleicht als ein Seelenwesen wieder einen neuen Körper in einer Wiedergeburt annehmen könnte. Fick die Fiktion. Fick die Fiktion. Fick die Fiktion. Ich sinke, ich falle, ich lalle, ich zerbreche in mir selbst, ich werde wieder zusammengefügt. Ich verneige mich, ich werf mich nieder, ich werde aufgerissen, aufgestellt. Ich stell mich hin, ich lass mich sinken. Ich geh weiter, ich arbeite, ich bleib stehen, ich lass es liegen. Ich verzweifle, ich zerbreche, ich verbrenne, ich vergehe, ich erstehe. Ich wandle und ich wandle. In dem nichts geschehen ist. Ich kann den Traum nicht von der Wirklichkeit trennen. Und die Wirklichkeit kann sich nicht im Traum erkennen.